Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir führen heute die erste Debatte zu Patientenrechten in diesem Jahr und sie betrifft wieder einmal die unabhängige Patientenberatung. Und das ist schon in mehrfacher Hinsicht bemerkenswert. Zunächst einmal beeindruckt das Alter der Vorlage, die unverändert aus dem vorletzten Jahr datiert. Und des Weiteren haben wir die UPD und ihre Neuvergabe im Ausschuss und im Plenum zwischenzeitlich so oft behandelt, dass eigentlich alles darüber gesagt ist, insbesondere weil Ihr Antrag auch keine wirklich neuen Gedanken formuliert. Schließlich fordert der Antrag bereits eine Neuausrichtung der UPD, noch bevor der Träger seine Arbeit aufgenommen hatte. Und diese Fähigkeit zur Hellseherei finde ich bemerkenswert. Meine Damen und Herren, ich möchte daran erinnern, dass es die Regierungskoalition war, die im Jahr 2014 die Laufzeit der UPD von bisher 5 auf 7 Jahre verlängert hat und gleichzeitig die Finanzausstattung von 5 auf 9 Millionen Euro fast verdoppelt hat. Wir haben das Angebot der UPD nicht nur deutlich ausgeweitet, sondern haben ganz entscheidende Schritte unternommen, es zu verstetigen. Und das ändert aber nichts an meiner festen Überzeugung, dass die Ausschreibung auch bei einer dauerhaft gesicherten Finanzierung das richtige Instrument zur Weiterentwicklung der UPD ist und auch bleibt. Ein gesunder Wettbewerb bringt Innovationen und einen Anreiz, immer wieder besser als der Status quo zu sein. Und dieses Potenzial sollten wir den Patienten nicht vorenthalten. Aus demselben Grund kann ich auch Ihrem Vorschlag wenig abgewinnen, die UPD dauerhaft an die Organisationen des § 140f SGB V zu vergeben. Es stellt sich nämlich schon ganz grundsätzlich die Frage, ob die unabhängige Patientenberatung, und dabei handelt es sich um einen öffentlichen Auftrag, überhaupt ohne Ausschreibung vergeben werden dürfte. In jedem Fall ist es ein ganz fragwürdiges Vorgehen, wenn man eine Ausschreibung abschaffen will, nur weil einem das Ergebnis nicht passt. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch kurz auf den Patientenbeauftragten eingehen. Wenn sich Sinn und Zweck des Amtes sich vor Augen geführt wird, muss jedem klar werden, dass es nur in der Bundesregierung richtig verortet ist. Es gilt nämlich auch hier der Grundsatz der Gewaltenteilung. Ein Patientenbeauftragter des Bundestages dürfte keine Kompetenzen haben, die über jene des Bundestages hinausgehen. Auch mit dem Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages wäre ein solcher Patientenbeauftragter in keiner Weise vergleichbar. Das Amt des Wehrbeauftragten folgt aus der besonderen verfassungs- und dienstrechtlichen Stellung unserer Soldatinnen und Soldaten. Und das lässt sich ganz offensichtlich nicht auf unser Gesundheitswesen übertragen. Und ein rein symbolisches Organ des Bundestages zu schaffen, das erscheint mir deshalb mit Verlaub völlig überflüssig. Ich hoffe im Übrigen, dass der aktuelle Patientenbeauftragte seinen unermüdlichen Einsatz für die Patienten in unserem Land und ihren Antrag inzwischen entbehrlich gemacht hat. An dieser Stelle gestatten Sie mir noch, unserem Patientenbeauftragten Karl-Josef Laumann, der ein leidenschaftlicher Anwalt des Patientenrechts ist, in unserem Land dafür den gebührenden Dank zukommen zu lassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben mit der UPD eine gute, effektive Institution, die für viele Bürger in unserem Land tagtäglich wertvolle Unterstützung und Orientierung gibt. Ich bin überzeugt, dass die Strukturen der UPD schon heute dazu beitragen, dass sie sich stetig weiterentwickelt und stetig besser wird. Für Ihre Forderungen sehe ich deshalb aktuell keine Grundlage. Und aus diesem Grund werden wir Ihren Antrag heute ablehnen.
Vielen Dank. Vielen Dank. Für die Linke spricht jetzt Katrin Vogler.